Manch einer fragt sich wohl, wo er hier gelandet ist. Große Männer haben auf einmal Angst vor kleinen Tieren oder zumindest sichtbar Respekt. Kein Wunder, immerhin lernen Soldaten des US- und südkoreanischen Militärs hier mit gefährlichen Tieren umzugehen oder sie zu essen. Beigebracht bekommen die Amerikaner und Südkoreaner die Überlebenstipps für den Dschungel von ihren thailändischen Kollegen beim jährlich stattfindenden Cobra Gold Manöver, der größten multinationalen Militärübung Asiens. Zu wissen, wo man Wasser findet, ist das Wichtigste, um im Dschungel zu überleben. Wenn die Flüsse kein Wasser führen und wir auch keines aus Bäumen oder Pflanzen bekommen, müssen wir auf unser eigenes Wasser zurückgreifen, also unseren Urin. Wenn wir den auch nicht haben, müssen wir Wasser von Tieren nehmen, um zu überleben. Und das kann dann auch schon mal bedeuten, Schlangenblut trinken zu müssen. Oh ja. Especially for Für manche US-Einheiten sind diese Übungen ganz sicher sinnvoll. Wir könnten bei einem Einsatz von unserer Einheit getrennt werden und in so dichtem Dschungel ist es überlebenswichtig, sich selbst versorgen zu können. Das Training ist toll. Mit den Thais und Koreanern kann man sehr gut arbeiten. Wir konnten wichtige Informationen austauschen und uns aufeinander verlassen. Und gegartes Essen gab es am Ende auch noch. In diesem Fall gegrillte Schleichkatze und gegrillten Gibbon, was man eben im thailändischen Regenwald so findet.